Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhiesen80 mit einem neuen Special Unboxing Video für euch. Und ich bekam ein kleines Päckchen von Play und Pictures zugeschickt. Erstmal hier vielen herzlichsten Dank dafür. Und da waren zwei Editionen drin, die ich euch jetzt vorstellen werde, aber jeweils in einem separaten Video, damit ihr euch selbst entscheiden könnt, was euch interessiert und was auch nicht. Ja, in dem Paket war einmal Dario Argentos Oper enthalten aus dem Jahr 1987 und einmal Vier Fliegen auf grauen Samt aus dem Jahre 1971 und alle beide von Dario Argento und alles beide auch Giallos. Und ihr wisst ja, zurzeit möchte ich ein bisschen meinen Horizont erweitern, eben mit diesem Giallo-Genre. Und da kommen auch die beiden Editionen auch ganz gut daher. Und auch die werden auch in einem separaten Video, auch in einem Vorhies, schon haben wir auch mit gezeigt. Wann das wieder kommt, nagelt mich nicht fest. Zurzeit habe ich nämlich recht viel zu tun, aber es kommt auf jeden Fall. Und wir werden auch anfangen mit Dario Argentos Opera. Der Film ist aus dem Jahr 1987, geht 110 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben und liegt hier erstmalig in einer 4K restaurierten Fassung auch vor mit schärferem Bild, schärferen Farben und kontrastreichen Farben, wohlgemerkt. Und bin auch da schon sehr, sehr gespannt. Ich habe diesen Film vor langer, langer Zeit das letzte Mal gesehen, war damals nicht ganz so begeistert, aber ich habe mich nie so richtig auf diesen Film eingelassen, gebe ich zu. Und jetzt wird es eben einen Vorhies schon nochmal geben, denn ich habe Blutige Seite gesehen und fand diesen Film schon mal sehr gut. Und mal sehen, was eben aus diesem Film wurde. Also ich bin gespannt, ich gehe hier mal komplett voreingenommen ran. Ich kann mich auch wirklich so gut fast nicht mehr an diesen Film erinnern. Er ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Und ja, ist wie gesagt ein Giallo, ein Thriller kann man sagen, von Dario Argento. Und wir haben eben hier ein Hardcover-Boxer mit dazu, mit einem Digipack. Und es gibt es exklusiv im Play and Pictures Shop exklusiv. Es ist dort erhältlich ab dem 7.6. Eigentlich war der offizielle Release eigentlich schon am 1.7., am 1.6., aber da gab es ein paar Probleme durch viele Anfragen. Aber jetzt eben dann am Montag wird es auch bei euch dann auch schon soweit sein, wenn es auch schon verschickt wurde. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Filme zu sichten. Und auch hier erstmalig weltweit exklusiv im D4K-Disc ist hier mit dabei. So, würde man sagen, wir machen mal die Folie runter. Bevor wir die Folie runter machen, gucken wir uns mal ganz kurz auch gleich den Sticker vorne drauf an. Und hier eben FSK 16. Als Hintergrundmotiv haben wir eben hier eine wunderbare Loge-Sicht von einer Oper. Und eben hier drauf steht dann innen drauf: restaurierte Fassung in 4K, Ultra HD, unglaublicher Kontrast mit mehr Farben und Dolby Vision ist ja auch hier mit dabei. Und würde mal sagen, wir machen mal hier einen kleinen Schlitz in die Folie. Und ihr wisst, ich muss wieder aufpassen, damit hier nichts kaputt geht. Denn bei mir wird ja alles aufgehoben, auch der Aufkleber, genauso ist es. Und das geht doch schon mal ganz gut runter. Und dann sind die auch hier schon komplett befreit mit dem Aufkleber. Auch hier komplett ohne irgendwelche FSK 16 oder 18 Flatschen. Schön sauber. Und damit gehen wir auch jetzt direkt in die Ego-Perspektive über und gucken uns mal das Hardboxen-Digipack auch mal direkt mal an. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit Dario Argentos Opera. Und hier schon mal ein wirklich sehr schönes Artwork. Hier unten auch nochmal zu sehen, die Loge von der Oper. Oben eben dann zwei Augen mit Nadeln reingesteckt. Also ich kann mich wirklich an nichts mehr an diesen Film erinnern. Und eben hier der Schriftzug Dario Argentos Opera in roter Schrift. Das ganze Motiv ist wirklich sehr, sehr scharf. Wenn wir näher rangehen, ihr seht auf jeden Fall, man kann auch sehr gut diese wunderbaren Verzierungen erkennen von der Loge. Auch hier eben der Lichteinschein, der Kronleuchter und eben hier Opera in roter Schrift und Dario Argento in weißer Schrift und eben hier nochmal die beiden Augen, die jetzt eben hier mit Nadeln versehen worden sind. Und dann haben wir hier eben das Bein. Das Ganze schaut hier so aus. Ist jetzt nicht ganz mittig der Schriftzug Dario Argentos Opera. Einmal hier unten das 4K-Disc-Logo und das Dual-Disc-Logo. Auch das ist nicht mittig. Leider ist ein bisschen mehr Hilfe darüber, aber natürlich, Moment, doch, es müsste passen. Entschuldigung, das Deckel war schon ein bisschen auf. Also es passt.
dann doch ganz gut. Na, vielleicht ein paar Millimeter. Ein paar Millimeter ist ein bisschen weiter oben. Aber gut, ich denke, das kann man jetzt drüber hinwegsehen. Einmal hier noch dann das Bild mit den Augen. Und dann haben wir hier sehr viel Text auf der Rückseite. Und Wahnsinn. Wir lesen jetzt mal ganz kurz erstmal die Inhaltsangabe durch. Nachdem sein weiblicher Star in einem schweren Unfall verwickelt wurde, findet der junge Horrorregisseur Marco für seine Operninszenierung vom Verdis Macbeth in der jungen Betty den perfekten Ersatz. Doch auf der Oper scheint ein Fluch zu lasten. Ein unheimlicher Killer macht Jagd auf die Beteiligten und zieht mit bestialischen Morden seine Kreise immer enger um das Objekt seiner Begierde. Die neue Diva der La Scala. Schrecken und Schönheit, sie liegen nah beieinander in Diogenes Opera. Vom sensationell unter die Haut gehenden Soundtrack über die erratische und teils entfesselte Kameraarbeit bis hin zum grausigen Mordhandwerk trägt dieser Terror in der Oper alle Insignien, die Diogenes zum Meister des modernen Horrorfilms und diesem zu einem Klassiker des Cellos haben werden lassen. Einmal hier eben dann die ganzen technischen Daten. Wir haben hier eine Bildlänge, eine Filmlänge von 107 Minuten und wir haben hier DTS HD Master Audio 7.0 und in Deutsch, Englisch und Italienisch. Und als Untertitel gibt es auch hier nochmal Deutsch. Als Extras haben eben hier einmal die internationale Langfassung und die internationale Exportfassung, geöffnete Bildfassung in HD, ein Audiokommentar von Dr. Markus Stiedlegger und Kai Naumann, deutscher, italienischer, englischer und internationaler Trailer, Bildergalerie mit seltenem Werbematerial und ein 20-seitiges Booklet von Leonhard Elias Lemke. Und auf der Bonus-Disc, also hier könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal satt lesen, das könnt ihr jetzt einmal kurz auf Pause drücken, denn hier ist wirklich einiges geboten. Wahnsinn. Und wir haben eine recht lange Laufzeit an der Bonus-Disc und hier ist auf jeden Fall, denke ich, alles enthalten, was man über diesen Film auch erfahren möchte. Und einmal hier nochmal Diogenes Opera und hier eben dann die Credits. Man hätte es auch eventuell auf ein extra Beiblatt machen können und hinterher nochmal ein schönes Artwork draufdrucken können. Aber ist auch so in Ordnung. So hat man schon nichts rumliegen und passt auch ganz gut zusammen. So, ist auf jeden Fall aus Hardcover das Ganze. Wir können es auch hier mal aufklappen. Ihr seht hier schon, lässt sich wunderbar öffnen. Ist auch sehr stabil gebaut. Ist auch die Größe von der Box von Cyborg, wurde mir geschrieben. Jetzt nicht habe, einmal hier eben komplett zu sehen. Ist wie gesagt Hochglanz das Ganze und ist auf jeden Fall auch hier recht stabil gebaut. Natürlich ist auf jeden Fall auch gefährdet durch Ecken- und Kantenanstoßung, was immer sehr empfindlich auch ist durch dieses Hochglanz. Also man muss hier auf jeden Fall schon mal gut aufpassen. Und dann haben wir hier schon mal dann eben dann das Booklet. Das Ganze schaut hier so an. Der eiserne Vorhang, Diogenes Macht Terror in den Opern von Leonhard Elias Lemke geschrieben. Ist ein Softcover auf jeden Fall. Und wir heben dann das Auge mit den Nadeln drin. So schaut das Ganze aus. Wir blättern mal kurz durch. Und hier geht es dann los. Ein Schwarz-Weiß-Bild mit Opera schließt sich der erste Vorhang. Wir haben natürlich hier nicht sehr viel, ja, keine schöne Gestaltung, also eigentlich nur ein weißes Booklet, wie ein Buch eben gemacht. Oben eben hier die Seitenanzahl, aber ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben eben hier nur eben das Booklet. Dann Symbolik des Raben wird hier beschrieben, im Zeichen des Raben. Also auf jeden Fall ist auf jeden Fall hier viel, sehr, sehr viel zu lesen, das auf jeden Fall. Ist die Schriftart ist auch recht groß, also man kann es auf jeden Fall sehr gut lesen, nicht zu klein geschrieben. Dann improvisierte Lady Macbeth, Phänomena und Opera. Und hier nochmal zum Schluss immer die Inspiration und zur Vertiefung empfohlen, die Literatur, Heimkino und zum Autor. Und hier nochmal ein bisschen technische Daten nochmal über den Film. Auch hier mal italienische Premiere am 19. Dezember 1987 und die deutsche Premiere auf VHS war am 5. Dezember 1989. Und auch hier die Drehzeit, also hier auch mal dabei, sehr interessant auf jeden Fall. Und finde ich nochmal sehr, sehr schön zu lesen. Auch hier die verschiedenen Titel des Filmes. Und ist doch hier schon mal ein sehr schöner Überblick über den Film. Wir machen mal weiter, was hier noch Schönes drin ist. Einmal hier eben dann das Poster.
würde ich jetzt mal behaupten. Ist ein recht spezielles Format, finde ich jetzt. Aber es müsste auf jeden Fall DIN A1 sein. So schaut das Ganze hier aus. Ich halte mal kurz die Kamera ein bisschen höher. Und hier eben dann das ganze Poster. So schaut es aus. Ist nun mal geknickt. Aber wie soll man es uns anders auch transportieren? Auch druckt hier wieder sehr schön. Und dann haben wir als nächstes noch hier dann die Artcards. Einmal hier das Motiv. Da wird schon das Opera. Hinten drauf ist nichts drauf gedruckt. Das Ganze schaut hier so aus. Aber hier auch dann der Schriftzug, auch wirklich hier sehr schön gemacht. Hat auch eine Ähnlichkeit mit der Zeichnung, wie ich finde, wenn wir hier näher rangehen. Dann das hier. Von den Artcards schauen eigentlich alle recht identisch aus. Also auch sehr schön gestaltet, dass auch hier gleich ausschaut. Hier ist ein bisschen schwer zu erkennen, was ist. Ach nee, hier eine Frau oder ein Mann. Auch hier haben wir auf jeden Fall ein sehr spezielles Bildformat. Ich finde es irgendwie cool. Schaut cool stark aus. Und noch zum Schluss das hier. Und das sieht hier so aus. Gut, so, so viel schon mal zu den Artcards hier, mit dem, die mit dabei sind. Und dann werden wir mal ganz kurz das Digipack rausholen. Hier nochmal die Hardbox von außen nochmal. Auch die sehr stabil. Und jetzt schauen wir mal kurz das Digipack an. Und das sieht hier so aus. Auch hier sehr stabil. Jetzt natürlich kein Mediabook, ist klar. Aber wie gesagt, davon gibt es auch Mediabooks von diesem Film. Aber natürlich nicht in der 4K-Diskussion. Und ja, hier ist nochmal ganz kurz nochmal hier das Auge mit den Nägeln oder ja, Nadel. Hier Dario Argentos Opera. Dann mal kurz hier nochmal dann das Bein und hier die Rückseite etwas, ja, nichtssagendes. Und dann, doch jetzt ergibt es auch Sinn. Und hier schauen wir dann die verschiedenen Discs. Ein 5-Disc-Set auf jeden Fall. Und ich hole jetzt erstmal kurz die erste Disc hier raus. Und da haben wir jetzt eben hier das 4K Ultra HD-Disc mit der internationalen Exportfassung. Die sieht hier so aus. Dann haben wir einmal hier dann die italienische Originalversion auf 4K-Disc. Und dann auf der Blu-ray haben wir jetzt eben hier vorliegend dann auch hier nochmal die Originalversion plus Exportfassung im Vollbild. Also eigentlich alles, was man so braucht von diesem Film, ist hier mit drin. Und einmal hier dann die Originalversion plus Exportversion im Breitbild. Auch hier mit wirklich verschiedenen Artworks drauf auf den Discs auch. Und dann haben wir hier nochmal dann die Bonus-Material-Disc. Und die sieht hier so aus. Und hier im Hintergrund haben wir dann komplett nochmal die Oper zu sehen, die auch hier sehr gut zusammenpasst. Und wenn wir das Ganze hier mal rumdrehen, dann schaut das dann hier so aus. Und dann schaut es auch richtig gut aus mit dem roten Streifen. Und da jetzt schon das Opera. Ja, was soll ich sagen? Eine sehr schöne Veröffentlichung auf jeden Fall. Und jetzt bin ich schon gespannt, wie mir dieser Film mal gefallen wird. Und damit gehen wir mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ich schalte mal zu und bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war Dario Argentos Opera aus dem Jahr 1987 in der Hardcover-Boxset mit dem Digipack, was ich hier in der Hand halte. Und wir packen mal ganz kurz alles zusammen. Und dann ziehen wir mal ganz kurz euch die schöne Edition nochmal komplett an. Und so schaut sie auch aus.
und muss schon sagen, ein sehr schönes Boxset, was auch gut zu ja, 4 Fliegen auf grauen Samt zusammenpasst. Und auch die gucken wir jetzt auch gleich demnächst an. Und ja, zu kaufen gibt es noch beim Play & Pictures Shop für 39,99 €. Mit 5 Discs, wie gesagt, 2 4K-Discs mit dabei, 2 Blu-rays und noch eine Bonus-Tour mit extrem massenhaft an Bonusmaterial. Und ja, was soll ich sagen, ein informatives Booklet mit wenig ja, Gestaltung, gehen wir zu. Aber ganz ehrlich, ist ein Booklet zum Lesen. Ist auch kein Mediabook, also von daher ist es auch okay. Und ich bin jetzt wirklich schon extrem gespannt, wie mir dieser Film gefallen wird. Wie gesagt, davon wird es auch ein Voorhees schon an Video geben, da ich auch jetzt eben die kompletten Challenges mit angucken möchte, mit euch zusammen. Denn ich möchte eben hier meinen Horizont erweitern. Und da passt auch dieses Format auch sehr gut mit rein. Denn wie gesagt, eventuell gefallen mir die Filme nicht oder auch doch. Und bin schon gespannt, wie mir eben hier Opera gefallen wird. Wie gesagt, ab dem 7.6. nun verfügbar. Und auch zum Versand bereit. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bleibt auf jeden Fall dran, denn jetzt gibt es gleich noch im Anschluss die 4 Fliegen auf grauen Samt, ebenfalls von Diogento. Und wie mir denn diese Box gefällt, auch da könnt ihr gerne mal jetzt gleich reinklicken. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne mal einen ja, Daumen hoch geben oder auch nicht. Ist mir eigentlich relativ egal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und...